Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gibt es mal wieder ein Special, denn heute ist das Halloween-Special dran. Bleibt dran! Das Halloween-Special ist dran und das heißt, wir gehen jetzt wie beim letzten Jahr einfach in den Keller und machen Jagd auf Spinnen. Aber diesmal wird es nicht so ein kleiner, chaotischer Parcours mit einer wackeligen Kopfkamera und schlechter Beleuchtung. Nein, diesmal habe ich was Besonderes. Und zwar teste ich heute mal ein 3D-Ziel von dem Hersteller Arsen Sports. Das ist ein Schießwürfel mit mehreren Spinnen drauf. Den zeige ich euch natürlich gleich, aber der ist schon im Keller. Und da möchte ich einfach mal testen, was der aushält, wie gut er es aushält, wie lange er es aushält und ob die Pfeile danach noch immer gut sind oder ob die bis zu den Vanes eindringen. Außerdem wollen wir testen, ob das für die Stinger, für die Adder und R9 oder für Excalibur am besten geeignet ist, weil das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Es ist eigentlich ein Bogenziel. Meine Vermutung ist also, dass der R9-Pfeil am besten geeignet ist. Aber das werden wir natürlich testen. Und wir werden wirklich ziemlich hardcore testen. Wir werden nämlich heute eine Stinger 55 da drauf schießen, eine Stinger 120 und natürlich auch den 90er Bogen mit der Stinger. Außerdem schießen wir dann die R9 und die RX und quasi die Adder. Also ich würde ja gerne mit der Adder schießen, aber mein Magazin hat leider hardcore gelitten durch die ganzen Fehlschüsse, die das Ding produziert hat. Dementsprechend heute keine Adder, aber wir schießen einfach die RX. Mit den Adder-Pfeilen. Macht Sinn, oder? Dann haben wir quasi eine Adder simuliert. Ja, und was eine Überraschung, der Fenris ist halt auch mit im Programm. Und die Siege auch noch. Ja, und dann wird's richtig fett, weil dann kommt die Excalibur. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum. Wir gehen direkt runter und testen einfach mal, was dieser Würfel so aushält. Hier ist das gute Stück. Der ist echt schwer tatsächlich. Sehr, sehr schwer, hätte ich gar nicht gedacht. Und ja, das ist auch so ein Schaum. Sieht ein bisschen anders aus als der Slydark-Schaum. Ist auch definitiv fester und scheinbar gar nicht mal so temperaturanfällig. So, und das Ding ist handbemalt und das sieht man auch. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Also hier ist wirklich jede Seite bemalt und das sind auch wirklich 3D-Spinnen. Ne? Das ist nicht nur drauf gemalt. So, und wir starten jetzt den Versuchsaufbau mit der 55er Tactical. Und die ist passend zu Halloween, The Orange Dream. Die Pfeile nutzen wir hier, das sind Wandsmar-Pfeile. Wir wollen mal gucken, erstens, auf welche Distanz ich die überhaupt eingeschossen habe. Und zweitens, wie denn die Scheibe mit 55 Pfund klarkommt. Ich halte jetzt einfach mal auf den Körper, also auf den hinteren Körper von der Spinne an. Okay, es geht ein bisschen drüber. Okay. Absolut, genau. Das Klick habe ich mir gerade einfach nur eingebildet. Naja, wir gehen mal auf eine andere Spinne. Wir wollen ja mal die eine Spinne nicht weiter zerlegen. Komm, ich schieße noch einmal auf den Kopf der Spinne. Und dann gucken wir doch mal, wie das Ergebnis aussieht. Oh, und die Pfeile lassen sich richtig geil ziehen. Ey, das ist fast Slydark-ähnlich. Das gefällt mir echt richtig gut. Oh, okay. Hier ist ein bisschen enger. Ja, passt aber. Oh, ja, super. Und wir haben uns auch schon direkt die Pfeile wieder kaputt geschossen, ne? Das war jetzt die Stinger mit 55 Pfund. Das ist jetzt die Stinger mit 90 Pfund. Ich mache es jetzt so, ich lade 3 Übungsspitzen rein. Und im Anschluss 3 Botkins. Warum? Wir wollen gucken, welchen Unterschied ein Botkin auf der Scheibe macht im Vergleich zu einer Übungsspitze. Ich verteile es jetzt mal auf die große Spinne. Erstmal gucken, wohin der Pfeil überhaupt geht, wenn man hier anhält mit der Mitte. Okay, er geht einfach einen Ticken drüber und zwar... Ja, ungefähr da. Okay. Gut, dann verteile ich die mal. Also, wie gesagt, absichtlich um die Spinne herum, ne? Um die große. So, und jetzt kommen die Botkins. Und einen mache ich mal auf die Spinne selbst. Einen habe ich noch und... So, gut, dann schauen wir doch mal, ob es einen Unterschied zwischen Botkins und Übungsspitzen und vor allem zwischen 55 und 90 gibt. Das mit 55 und 90 können wir am besten nachweisen, indem wir einfach gerade noch einen 55er hinterher schießen.
Okay, dann schauen wir doch mal. Es gibt eindeutig einen Unterschied zwischen 55 und 90. Das ist der 55, das ist der 90. Na, also die sind schon echt deutlich, deutlich tiefer drin. Und jetzt die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Botkin und Übungsspitze? Also der und der, die sind auf jeden Fall tiefer drin. Dann schauen wir doch mal nach, ob der und der die Übungsspitzen sind. Übungsspitze, jo, die konnte man relativ leicht ziehen. Wahrscheinlich wieder eine Übungsspitze. Oh, nee, ein Botkin tatsächlich. Okay, also die Pfeile lassen sich echt relativ leicht rausziehen. Boah. Okay, die Botkins nicht so einfach. Es geht noch immer sehr gut, aber kein Vergleich zu den 55er-Pfeilen. Die sind deutlich, deutlich einfacher. Ja, aber es geht immer noch sehr gut. Aber was ist mit 120 Pfund? Wird Zeit, dass wir das testen, oder? Bevor wir das aber machen, möchte ich noch mir einen Referenz-Übungsfeil und einen Referenz-Botkin mit 90 Pfund dahinsetzen, sodass ich gleich den Unterschied von 90 zu 120 auf dieser Scheibe sehen kann. So, jetzt ganz wichtig mitzählen, nur zwei Schuss. Ungewohnt für mich. So, ich mache die mal weiter oben in die Ecke. Dass die gleich nicht im Weg sind. So, dann bauen wir mal um. Wir machen das gleiche natürlich auch wieder hier. Also drei Übungsspitzen und drei Botkins. So. Boah. Der ist schon deutlich straffer als der 90er, muss man schon sagen, ey. So, ich versuche mal die Spinne zu treffen. Okay. Jetzt mache ich mir wieder die Pfeile kaputt, dann gehe ich mal auf eine andere Spinne. Also ich schaue echt lieber nochmal nach, bevor ich schieße und leer schieße, weil 120 Pfund, da will ich auf gar keinen Fall einen Leerschuss haben. Und ich glaube, das wollt ihr auch nicht. Okay, so. Also, das sind unsere Referenz 90er Pfeile. Und man kann schon sehen, ja, die sind tatsächlich nicht so tief drin wie der Rest. Na, es ist nicht so viel, aber es ist schon merkbar. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es denn beim Rausziehen? Sind die schwerer jetzt rauszuziehen oder vielleicht sogar leichter? Es geht immer noch super gut. Nee, kannst du echt nicht meckern. Das ist super. So, hier, zweimal hier die Spinne erwischt. So, und jetzt ist genau das passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte, nämlich wieder eine zu enge Streuung. Nämlich wieder einfach zu eng getroffen. Dadurch kriege ich die jetzt natürlich doof raus, ne? Ist klar. Boah, shit. Da, der ging recht leicht raus. Oh, der auch. Super. Okay. Okay, also ein guter Trick ist wirklich ein bisschen zu drehen und dann kann man es recht einfach rausziehen. Funktioniert recht gut und ich würde sagen, jetzt interessiert mich auf jeden Fall noch, was passiert denn, wenn man da mit einer Stinger 120 mit echt bösen Pfeilen drauf schießt. Das sind auch Wansma-Pfeile, also Winifred-Mira-Pfeile von Amazon und die teste ich einfach gerade, ob die was können, denn von der Form her gefallen die mir unter den Spezialpfeilen schon mal am besten, weil die sind nicht so breit. Die sind recht schmal, die sind aber trotzdem sehr stabil. So, und jetzt gucken wir mal, was die bei dieser Zielscheibe machen und ob die Zielscheibe das gut wegstecken kann. So, schauen wir doch mal. Yo, die sind jetzt echt tief reingegangen. Shit. Ja. Boah, aber die gehen super leicht raus. Krass, krass. Boah. Oder auch nicht. Ja, der geht jetzt nicht so leicht raus. Ja, wenn der Pfeil einmal in Bewegung ist, dann geht er leicht raus. Oh, ja, und hier kann man jetzt sehen, wir haben zum ersten Mal, dass wir hier die Vanes echt zerstört haben. Oder was heißt zerstört, aber angerissen haben. Das ist natürlich nicht so gut für die Pfeile. So, aber damit wären wir jetzt mit dem Thema Stinger durch und kommen jetzt mal zur R9. Einmal haben wir hier so einen absoluten Standardpfeil, einen Cobra Bolt. So, und jetzt gucken wir mal.
Okay. Und jetzt schießen wir den gleichen hinterher, aber diesmal als Botkin. Und hier bin ich mal sehr gespannt, ob der tiefer reingeht oder ob der gleich tief reingeht. Okay, aber das war's jetzt noch nicht mit den 7,5 Zoll Pfeilen. Ich habe noch zwei weitere und die sind richtig schick. Die Bulletspitze mit Messing-Insert, also einen schweren Pfeil mit einer Übungsspitze. Okay, und jetzt den Botkin. So. Quickscopen. So, also, wir haben hier zweimal die blauen. Aber auch hier muss man sagen, der Pfeil lässt sich wunderbar ziehen. Mit einer Hand. Wenn ich jetzt die zweite Hand nicht für die Kamera hätte, sondern zum Ziel festhalten, dann wäre es ein Kinderspiel. Aber so geht's auch richtig gut. Zack. Komm, wir testen ihn auch mal. So, der wird jetzt sicherlich noch viel weiter oben einschlagen. Deswegen ziele ich jetzt mal deutlich drunter. So, aber bringt uns ja alles nichts, wenn wir keinen Referenzpfeil haben. Also testen wir ganz uneigennützig noch einmal einen Pfeil mit der R9. Man merkt ein bisschen, dass ich die R9 mag, oder? Und jetzt machen wir nochmal einen Quickscope. Macht sowas bitte mal nicht nach, ja? So, das sind die Pfeile. Ja. Gut. Er hält halt auch die. War eigentlich zu erwarten, aber ja. Oh, der geht aber sehr leicht raus jetzt. Der auch. Klasse. Wir nehmen jetzt mal meine Lieblingspfeile für die R9. So, R9 mit dem grünen Thorsten Bahle-Pfeil. Die sind jetzt deutlich schwerer als die Pfeile von eben. Deswegen halte ich hier jetzt nicht drunter, sondern drüber. Also nicht unter das Ziel, sondern ober- bzw. unterhalb der Spinne. So, ich halte drüber. Oh, und er geht immer noch drüber. Okay. Und der Orangene, der ist noch ein Ticken leichter als der Grüne. Liegt am verwendeten Insert und vermutlich auch am Schaft. Ich halte also jetzt drunter. Ja, so habe ich es mir vorgestellt, geht der. Dann schauen wir doch mal, ob die Zielscheibe auch diese Pfeile halten konnte. Ja, das hat gut geklappt. Und die kleine Spinne haben wir auch erwischt. Obwohl ich eigentlich die treffen wollte. Aber der Pfeil ist so weit nach oben gegangen. Naja, passt. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir diese Pfeile denn rauskriegen. Oh, wunderbar. Ey, das ist super. Ja, klasse. Einfach den Daumen reindrücken und dann immer so nach vorne arbeiten. Funktioniert wunderbar bei diesem Ziel. Spitze. So, und jetzt wird's kraftvoll, denn wir wechseln auf den 130er Wurfarm der Cobra RX. Das ist auch der Wurfarm, der auch in der Edda verwendet wird. Da steckt schon eine deutlich andere Kraft dahinter. So, ich gehe davon aus, dass der Pfeil jetzt nochmal weiter oben einschlägt. Dementsprechend halte ich nochmal weiter drunter. Ah ja, das hat doch gut geklappt. Genau in die Spinne rein. Und den Orangenen machen wir auch. Wunderbar. Ja, die sind jetzt deutlich tiefer drinne, aber kriegen wir sie denn auch deutlich schwerer raus oder geht das? Oh. Oh ja, okay. Es ist schon deutlich schwerer. Es geht, ne? So ist nicht, aber boah, okay, ja. Nee, es geht. Aber im Vergleich zur R9 wirklich deutlich schwerer. Jetzt schießen wir mal die kurzen Pfeile. Und das ist ja gerade bei der Edda immer so ein bisschen die Herausforderung. Mein Edda-Magazin ist leider kaputt, aber nicht so schlimm. Wir nehmen halt die R9. Die hält uns jetzt halt als Edda hin, weil es ist ja an sich die gleiche Technik, nur dass hier kein Magazin drauf sitzt. So. Schauen wir doch mal, ob die Vanes noch dran sind.
Also auf die Stelle hatten wir jetzt ja schon echt öfters mal getroffen und jetzt fängt es hier halt echt an, lockerer zu werden, was dafür sorgt, dass ja, die Pfeile da auch echt tief reinfahren. Also man kriegt es raus, es ist aber wirklich recht schwer. Die Veins, oh, die hätten leiden können. Die haben es eindeutig berührt, das sieht man. Aber ich finde, sie sind noch in Ordnung. So, und der Pfeil. Ja, perfekt. Oh, oder auch nicht. Shit. R9, RX und simulierte Adder haben wir jetzt durch. Ich habe meine Siege repariert. Extra für dieses Video. Ich wollte sie einfach nochmal schießen. Und ich hoffe, dass es jetzt hier kein Missgeschick gibt. Ich baue sie mal auf. Okay. Und ich würde sagen, wir machen direkt einen hinterher. Sind übrigens auch 12,5 Zoller. So. Diesmal übrigens auch zweifach befiedert. Also die kann man auch für die R9 nehmen. Ich schieße mal ein bisschen links daneben. Okay. Dann schauen wir doch mal, wie weit der Siege-Pfeil reingegangen ist. Komm, wir machen noch einen. Und jetzt schießen wir auch mal einen anderen Pfeil. Der ist jetzt dreifach befiedert mit den Shield Veins, also X-Cut. Ich schieße mal auf die rechts. Okay. Oh, okay, das geht. Auch hier wieder, genau das Gleiche. Wenn der Pfeil einmal in Bewegung ist, kriegt man ihn richtig gut raus. Im Grunde muss man nur im ersten Moment viel Kraft aufwenden und danach ist es wie von Geisterhand. So, Kraft, Kraft, Kraft und fertig. Ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit für ein anderes Compound-System. Und zwar der Fenris. Ich habe jetzt hier übrigens den Rückhalter und das finde ich richtig cool, weil da kann ich mich an der Nase kratzen. Ne? Sogar am Ohr, einmal hier Brille putzen. Ne? So. Und das ist wirklich kinderleicht. Ne? So, und jetzt habe ich ihn wieder und kann schießen. So, und perfekt. Dann gucken wir doch mal, wie weit der Fenris reingekommen ist. Er ist ja wirklich sehr schwach gestellt. Okay, also die lassen sich auf jeden Fall besser ziehen als bei der Siege. Ich würde sagen, er ist jetzt ungefähr vergleichbar mit einer RX eingestellt. So, also so weit geht der Pfeil rein. Ne? Ja, RX ähnlich. Passt. Ja, auch die lassen sich wunderbar ziehen. Meine Lieblings-Full-Size-Armbrust ist die Excalibur Mag 340. Das Ding ist hammergeil. So, dann schauen wir doch mal, wie der Pfeil von der Excalibur hier abschneidet. Das ist mal eine richtige Wucht. Ich halte einfach jetzt genau auf den Pfeil an, dann kann er ja nicht da hingehen, weil es ist ja nicht 30 Yards. Knappe Kiste. Das wäre jetzt scheiße gewesen. Von den Pfeilen habe ich nämlich nur noch zwei. So, dann gucken wir doch mal. Okay. Ja, die Pfeile, die gucken auch noch nicht auf der Rückseite raus. Also man kann tatsächlich sagen, dieser Würfel hält sogar eine Excalibur 340 aus. Aber kriegen wir die Pfeile auch wieder raus? Das ist jetzt die andere Frage. Boah. Oha. Oh, fuck. Ja, das ist jetzt mal nicht so leicht. Ah, ja. Hui. Also auch hier wieder das Gleiche. Wenn der Pfeil einmal in Bewegung ist, dann geht es relativ leicht. Aber man muss erst einmal das hinkriegen, dass er überhaupt in Bewegung kommt. Und, oh, ne, krass. Also dagegen war jetzt die 120er Stinger ein Kinkerlitzchen. Oh. So, da bin ich wieder zurück im Studio und jetzt kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Starten wir doch mal, uns den Würfel anzugucken. Und da steckt immer noch der Pfeil drin. Also, wir haben heute ausschließlich diese Seite hier beschossen. Und ja, jetzt schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie findet ihr, sieht diese Seite der Scheibe jetzt aus für einen Tag ordentlich testen mit vielen Geräten? Ja, und diesen Pfeil, den kriege ich da echt nicht raus, also auf Biegen und Brechen nicht.
Ich versuch's hier nochmal. Nee. Diesen Pfeil kriege ich einfach nicht raus. An dem Pfeil kannst du das Ding jetzt durch den Raum tragen. Das ist jetzt ein praktischer Griff. Aber raus kriege ich den so nicht. Der andere, der ging raus, aber auch der war jetzt kein Zuckerschlecken. Also ich würde wirklich sagen, mit 11-32er Pfeilen, für eine Excalibur ist das nix. Das würde ich schon mal sagen. Also der Würfel hält den Pfeil, gar kein Problem. Aber den dann wieder rauszukriegen, das kann, wie man sieht, echt schwer werden. Ich würde sagen, für die Stinger-Pfeile, also die relativ kurzen Pfeile, ja, 6,3 Zoll lang und 6,2 mm breit, für diese Pfeile ist das Ziel relativ gut geeignet tatsächlich, weil, es sei denn, du schießt Jagdspitzen, die Vanes dringen eigentlich nicht ins Ziel ein. Es sei denn halt, du schießt auf die Stelle, wo du immer schon die ganze Zeit drauf geschossen hast. Da ist es dann einfach ein bisschen lockerer. Oder du schießt halt einen Jagdpfeil rein. Der geht auch tief rein. Aber für Bodkins und Übungsspitzen ist das Ding wirklich gut geeignet. Sogar bis 120 Pfund. Aber für diese Pfeile in dem ganz normalen Bogendurchmesser, also auch die, die auch einen Fenris verschießt, die aber auch ein ganz normaler olympischer Bogenschütze verschießt und die auch wir mit der R9, der RX und auch mit der Edda schießen, dafür finde ich die Scheibe tatsächlich am allerbesten. Mir persönlich gefallen da auch am besten die 12,5 Zoll Pfeile, weil da gibt es eigentlich nicht mal ansatzweise das Risiko, dass die Vanes in das Ziel eindringen und dadurch abreißen. Gut, mit der Siege kann ich mir vorstellen, dass das früher oder später doch so durchlöchert in der Mitte ist, dass es dann doch so weit reinfährt. Weil es hat mich schon ziemlich erschrocken, wie weit die Pfeile von der Siege eingeschlagen sind. Aber für eine R9 und eine RX und auch eine Edda, sogar mit den 7,5 Zoll Pfeilen, kann ich das Ding wirklich, wirklich empfehlen. Ja, und jetzt ist deine Meinung gefragt. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, was du von 3D-Zielen im Allgemeinen hältst, ob du auch welche hast und wie du diesen Würfel ganz im Speziellen findest. Ist das was für dich oder eher nicht? Und lass mich gerne wissen, ob du auch in Zukunft weitere Tests und Reviews von solchen 3D-Scheiben sehen möchtest. Wer weiß, vielleicht bekomme ich ja mal einen Steinbock oder ein Krokodil oder einen Elefanten zur Verfügung gestellt. Das wäre doch mal cool. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes übrig, als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier bist. Hier bei Mag. So, Outro. Es werden keine Namen genannt, es werden einfach nur Pfeile geschrottet. Auf Zimmerdistanz. Und los geht's. So, ich denke, das hat man gehört, aber wir gucken es uns nochmal an. Eieiei, das ist aber ein lächerliches Ergebnis. Die Präzision von so einer Stinger ist wirklich für den Arsch. Oder so ähnlich. Ciao.